ganz leicht daran. Fasziniert betrachte ich die Frau im Spiegel, die sich vor Lust windet. Oh, es fühlt sich so gut an. Lieber stöhne ich und schließe die Augen, um nicht länger mit ansehen zu müssen, wie dieses hemmungslose Geschöpf im Spiegel unter seinen Händen dahinschmilzt. So ist es richtig, Baby, murmelt er. Er schiebt meine Hände seitlich an meinem Körper entlang über meine Taille, Knöchel und mein Schamhaar. Er ist der Puppenspieler, ich seine Marionette. Mach weiter. Er tritt zurück und sieht mir zu. Ich massiere mich selbst. Nein, ich will, dass er es tut. Es ist nicht dasselbe. Ohne ihn bin ich verloren. Er zieht sich das Hemd über den Kopf und schlüpft aus seinen Jeans. Es wäre dir lieber, wenn ich das tun würde. Seine grauen Augen suchen meinen Blick im Spiegel. Oh ja, bitte, stöhne ich. Halt dich am Waschbecken fest, befiehlt er und zieht mich an den Hüften nach hinten. So wie in seinem Spielzimmer. So ist es richtig, Baby, stöhnt er. Allein geschaut. Wenn es denn so etwas gibt.